Du suchst eine günstige Alternative, um in die Fotografie mit digitalen Spiegelreflexkameras einsteigen zu können? Dann bleib dran, ich möchte dir eine interessante, charmante, mittelalte Dame vorstellen, die es in jedem Fall wert ist, näher angesehen zu werden. Da ist das gute Stück. Die Rede ist von der Nikon D7100. Ich bin mir sicher, von Canon gibt es mit Sicherheit genauso gute Kameras, auch Kameras älterer Bauart. Ich komme allerdings aus der Nikon-Ecke, daher möchte ich euch diese Kamera vorstellen, weil es wirklich eine Kamera ist, mit der ich sehr, sehr viel Freude gehabt habe und nach wie vor auch habe. Und ja, die Nikon D7100 ist Inhalt dieses Videos. Und die möchte ich euch heute einfach näher bringen. Ich gebe euch zunächst einmal einen generellen Überblick über die Kamera, danach ein kurzer Ausflug in die Stärken und Schwächen, die diese Kamera aus meiner Sicht hat, und zum Abschluss gibt es noch, vor allem für die Einsteiger, einen Objektivtipp dazu, der das Fotografieren mit dieser Kamera erst so richtig zum Vergnügen macht. Kommen wir zu den generellen Infos der Kamera. Die Kamera ist sehr robust gebaut. Das Gehäuse ist in meinen Augen noch recht handlich, ist aber nicht mehr zu klein, weshalb diese Kamera für mich sowohl für kleinere Hände als auch für größere Hände wie die meine sehr, sehr gut geeignet ist. Innen in der Kamera arbeitet ein 24-Megapixel-Sensor. Dieser 24-Megapixel-Sensor lässt sich ISO-technisch von ISO 100 bis ISO 6400 verstellen. Es gibt dann noch diese High-ISO-Werte, aber der normale ISO-Bereich geht eben von 100 bis 6400. Das Rauschverhalten der Kamera ist im Großen und Ganzen sehr gut, weshalb auch durchaus schöne Bilder bei schlechteren Lichtverhältnissen gelingen können. Der Sensor ist ein Crop-Sensor und das heißt nichts anderes wie, dass wir einen etwas kleineren Sensor drinnen haben als wie bei den teureren Vollformatkameras, wobei man hier sagen muss, dieser Crop-Faktor beträgt bei der Nikon 1,5. Die schnellste Belichtungszeit der Kamera liegt bei eine Achttausendstel Sekunde ist die kürzestmögliche Belichtungszeit dieser Kamera und die Kamera schafft bis zu 6 Bilder in der Sekunde im Rohformat. Hier ist es wichtig, dass man immer schnelle Speicherkarten in der Kamera eingelegt hat, damit die Pufferzeit, damit die Ladezeit oder die Überspielzeit auf die Speicherkarte, wenn der interne Kamerapuffer voll wird, nicht zu lange dauert. Zudem verfügt die Kamera über 51 Fokusmessfelder und 15 davon sind sogenannte Kreuzsensoren. Kreuzsensoren sind dazu da, also das sind sozusagen die Königsklasse der Sensoren und diese Kreuzsensoren können eben präziser und schneller fokussieren helfen. Davon gibt es eben 15 in dieser Kamera. Was natürlich für den einen oder anderen auch noch interessant sein kann, ist bei dieser Kamera die Videofunktion. Generell ist es so, dass die Kamera Full HD Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen kann. 4K ist in dieser Kamera noch nicht verbaut, war aber zu diesem Zeitpunkt, als diese Kamera hergestellt wurde, noch absolut nicht der Standard, den wir heute zum Teil in den Kameras schon drinnen haben. Kommen wir zu den Stärken und Schwächen der Kamera. Eine Stärke der Kamera für mich ist, dass sie über 2 Einstellräder verfügt. Ihr habt also hier hinten ein Einstellrad und ihr habt hier vorne ein Einstellrad.
Damit lassen sich die Blende und die Belichtungszeit sehr, sehr schön unabhängig voneinander mit einer Hand verstellen. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man zwei so Einstellräder hat. Ein anderer Vorteil bei dieser Kamera ist, dass sie schon ein Kopfdisplay hat. Dieses Kopfdisplay hilft vor allem Akku zu sparen und dieses Kopfdisplay ist auch beleuchtet. Das heißt, wenn ihr im Finsteren oder im Dunkeln damit arbeitet, dann könnt ihr diese Beleuchtung einschalten und habt hier oben alle relevanten Informationen, die ihr zum Fotografieren benötigt. Ein weiterer Vorteil für mich bei dieser Kamera ist der eingebaute Fokusmotor. Und das ist auch der Grund, warum ich euch, wenn ihr einsteigt, eher diese Kamera empfehle als die kleineren aus der 5000er oder 3000er Serie, weil diese Kamera eben einen eingebauten Fokusmotor hat. Und das bedeutet nichts anderes, wie ihr könnt mit dieser Kamera ältere Objektive, die noch keinen eingebauten Fokusmotor haben, auch hier verwenden. Und das ist an Kameras der 5000er oder der 3000er Serie bei Nikon nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Eine andere Stärke der Kamera, die mir sehr gut gefällt, ist, dass man zwei Speicherkarten hier unterbringt, zwei SD-Karten. Und das kann sehr praktisch sein. Ich mache zum Beispiel immer so, dass ich eine Karte für die Bilder nehme und die zweite Karte nimmt automatisch die Videos auf. Man kann auch hergehen und sagen, eine Karte ist Reserve oder eine Karte zeichnet Sicherheitskopien auf. Wenn man zum Beispiel etwas Wichtiges fotografieren will und sicher gehen will, dass die Daten nicht verloren gehen, weil zufällig die erste Speicherkarte kaputt geht. Was ich auch noch zu den Stärken zählen würde, sind, dass die Kamera durch ihre doch sehr, sehr umfangreiche Bestückung mit Knöpfen sehr gut bedient werden kann, und zwar direkt an der Kamera hier außen. Man muss also nicht wegen jeder Einstellungsänderung in das Menü reingehen, sondern kann sehr, sehr viel auch direkt an der Kamera vornehmen, direkt am Kameragehäuse vornehmen. Das macht sich vor allem dann bezahlt, wenn man länger mit der Kamera fotografiert, denn irgendwann weiß man auch blind, wo sich welche Tasten befinden und kann dann sehr, sehr schnell mit dieser Kamera agieren. Okay, das war's soweit mal zu den Vorteilen. Es gibt natürlich auch Nachteile. Ein ganz wesentlicher Nachteil bei dieser Kamera, und das wird jetzt alle enttäuschen, die damit vielleicht Videos machen wollen oder sich selbst filmen wollen, sie hat kein Klappdisplay. Das heißt, das Display ist hier fix verbaut. Ist natürlich ein Nachteil. Wer hier dieses Display unbedingt haben möchte, der muss hier schon zur 5000er Serie wechseln, wo sich eben das Display umklappen und auch drehen lassen kann, sodass man sich auch selbst sehen kann beim Filmen oder was man auch immer vorhat oder beim Fotografieren. Ein weiterer Nachteil ist, es gibt hier noch kein eingebautes Wi-Fi. Dazu gibt es so Adapter, die lassen sich dann hier einfach anstöpseln, dann kann man sozusagen auch mit dieser Kamera Wi-Fi produzieren bzw. nutzen und über verschiedene Apps dann über das Tablet oder über das Smartphone die Kamera steuern. Ein Nachteil, den ich euch bei dieser Kamera auf keinen Fall verschweigen möchte, ist prinzipiell ist der Autofokus-Motor bzw. die Autofokus-Eigenschaften im Videobetrieb. Generell ist es so, dass die Kamera sehr, sehr gute Autofokus-Eigenschaften im Fotobetrieb hat. Allerdings im Videobetrieb neigt die Nikon absolut dazu, immer wieder überzusteuern beim Fokussieren. Das heißt, sie fokussiert laufend nach, stellt laufend nach und man hat dann so dieses Scharf-Unscharf-Pumpen. Das heißt, das ist irgendwie... Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür oder habe es noch nicht richtig rausgefunden. Ich weiß nur, die Kamera, die jetzt gerade filmt, ist eine kleine Canon G7X und die hat das wesentlich besser im Griff. Deswegen filme ich auch die Videos im Großen und Ganzen mit der Canon und nehme die Nikons zum Fotografieren. Das heißt, Video ja, aber ihr müsst sehr, sehr genau
sehen, wie ihr mit der Fokussierung arbeitet. Damit komme ich auch schon zum Teil mit den Objektiven. Nicht selten wird mit der Nikon D7100 noch dieses Kit-Objektiv, das 18 bis 105 mit einer Lichtstärke von 3,5 bis zu 5,6 verkauft. Dieses Objektiv hat einen eingebauten Bildstabilisator, ist generell kein allzu schlechtes Objektiv, ist ein Allrounder für Beginner, schön zu gebrauchen. Ich würde euch aber eher empfehlen, euch gleich zu Beginn eine Fixbrennweite zuzulegen, und da möchte ich euch ein DX-Objektiv ans Herz legen, das ich jetzt nicht hier habe. Ich habe das alte Vollformat-Objektiv, das 35mm f2. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das ich euch unten gerne verlinke. Auch ein sehr, sehr gutes Objektiv. Aber es gibt eben für diese Kamera das 35mm 1.8 in der DX-Variante, und dieses Objektiv ist wirklich eine Wucht und macht aus eurer Nikon D7100 eine sehr, sehr kompakte Kombination, die ihr auch auf Reisen oder im Urlaub immer gerne mitnehmen könnt. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen, wie das dann aussieht, weil auch wenn ich jetzt hier nur die ältere Variante habe, die sozusagen nicht über diesen eingebauten Fokusmotor verfügt, von der Größe her sind die Objektive sehr, sehr ähnlich, und wenn ihr euch das dann anseht, dann habt ihr mit so einem 35mm Objektiv eine sehr, sehr praktische Kombination, die noch dazu sehr, sehr lichtstark ist. Das heißt, gerade im Urlaub, wenn man zum Beispiel irgendwo in Museen oder dergleichen unterwegs ist und dort fotografieren möchte, wo vielleicht der Blitz nicht erlaubt ist, bietet es sich an, mit so lichtstarken Objektiven zu fotografieren. Zudem ist das 35mm mit 1.8 auch schon sehr, sehr gut für Porträts geeignet. Speziell mit dem Crop-Faktor sind ja die 35mm dann 52mm, und das eignet sich schon sehr, sehr gut für Porträt- und People-Shootings. Noch dazu mit der lichtstarken Linse, also mit 1.8 Offenblende, bringt man auch wirklich schon sehr, sehr gute Bokeh-Aufnahmen zustande. Also meine Empfehlung: versucht, diese Nikon D7100 gebraucht zu ersteigern oder zu kaufen. Ich habe sie schon um 400, 450 Euro gebraucht bei eBay zum Beispiel bekommen wird. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Auslösungen darauf sind, wie viele Auslösungen bereits mit dem Spiegel gemacht wurden. Wenn man jetzt sagt 450 plus 150 für das Objektiv, schätze ich mal so grob um 600 bis 650 Euro, habt ihr hier wirklich ein tolles Einstiegsmodell einer Kamera, mit der man tolle Aufnahmen zustande bringt und mit der man wirklich in die Spiegelreflexfotografie ganz toll einstellen kann. Bleibt noch mein Fazit zum Schluss. Die Nikon D7100 ist für mich heute eine absolute Empfehlung für Menschen, die einsteigen wollen in die Fotografie mit Spiegelreflexkameras. Um 600 bis 650 Euro hat man zudem eine lichtstarke Fixbrennweite an der Kamera montiert, die wirklich Spaß macht und mit der man das Fotografieren wirklich sehr, sehr gut lernen kann. Ich kann euch nur versprechen, wenn ihr euch diese Kamera holt, ihr werdet Freude damit haben. Die Bilder sind wirklich sehr, sehr schön und die Bildqualität ist auch sehr, sehr schön, und ihr werdet mit dieser Kamera auf den Geschmack kommen und werdet dann vielleicht noch den ein oder anderen Euro für teurere Kameras ausgeben. Mir ist es auf jeden Fall so gegangen. Das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr ehren. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.